So könnte es das Osterfingen von über 2000 Jahren ausgesehen haben. Da, wo jetzt nur noch ein Feld ist, ist früher ein keltisches Dorf gestanden. Die Entdeckung ist für die Archäologen eine wahre Goldgrube. Es ist zum einen schon mal völlig unerwartet, dass man einfach eine neue Fundstelle so antrifft und dann gerade ein Dorf plus noch ein Werkareal, das ist schon mal speziell. Speziell ist auch die gute Erhaltung. Sie müssen sich vorstellen, das ist seit 2000 Jahren jetzt da. Da kann viel passieren, da kann Erosion, da können Bach drüber laufen. Schicht für Schicht dreht das Archäologenteam unter der Leitung von der Katrin Schäppi die Erden ab und erfährt so mehr über die früheren Bewohner von Osterfingen. Bei den Ausgrabungen haben sie Haarnadeln, religiöse Gegenstände und eine Münze gefunden. Der ganz heisse Fund ist aber ein 2000 Jahre alter Töpferofen, der speziell gut erhalten ist. Funktioniert hat er so, dass man zuerst im Boden eine Grube gegraben hat und dann aus Lehm eine Konstruktion gemacht hat. Da auf beiden Seiten, so wie ein Wulst. Und man muss sich dann vorstellen, das hat sich jetzt nicht erhalten, dass da drüber noch eine Platte war. Man hat dann auf diese Platte nur die Töpfe gestapelt und am Schluss ist mir eigentlich genau wie ich jetzt hier knündle, ist mir in dieser Grube gehauert, hat hier das Feuer angezündet, Holz brennt und dann zieht dann da die heisse Luft rechts und links und in der Mitte durch, erhitzt den ganzen Ofen auf fast 1000 Grad und so brennt das Geschirr. Gut möglich, dass im kleinen 400-Seelendorf Osterfingen, also vor 2000 Jahren, ein keltisches Industriegebiet gestanden ist und die Handwerker von da aus ihre Ware in die ganze Schweiz verkauft haben. Also man sieht einen möglichen Zusammenhang mit der grossen keltischen Siedlung in Altenburg-Rheinau. Man muss ja nicht weit laufen, es ist ein Weg von etwa einer halben Stunde durchs Wangental und dann ist man schon am Rhein vorne. Und dort war ein Handelszentrum, ein Produktionszentrum und es ist gut möglich, dass man im Umfeld von so einer grossen Siedlung eben auch Werkplätze gehabt haben und dass man so auch sein Geld, sein Einkommen auf einen Ort verdient hat. Den Samstag kann jeder selber anschauen, was die Kelten zu Osterfingen alles hinterlassen haben. Am Tag der offenen Grabung werden die Funde ausgestellt und Führungen angeboten.